Die meisten der 60.000 Deutschen wohnen im Waldenburger Bergbaurevier. Waldenburg ist ja unzerstört geblieben. Wir sehen hier den Vierhäuserplatz, jedem Schlesier ein Begriff. 19.000 Deutsche sind es im Kreis Waldenburg, 32.000 wohnen im Regierungsbezirk Breslau. Der Rest von 13.000 sitzt in Pommern um die Städte Stolp, Köslin und Stettin. In Waldenburg haben die Deutschen vier eigene Volksschulen. Sie haben eine Oberschule. Sie haben auch eine bergbauliche Abteilung, die ihnen zur Verfügung steht. Denn die deutschen Jungen treten auch beruflich in die Fußstapfen ihrer Väter. Schichtwechsel hier an einer Zeche. Deutsche Kumpels und Polnische ziehen an einem Strick. Glogau ist nicht so unzerstört über den Krieg gekommen. Im Gegenteil, 95% der Stadt wurden zerstört. Höchstens 1% ist wieder aufgebaut. 34.000 deutsche Menschen lebten in dieser Stadt. Heute sind es wieder 6.000, die sich in den Trümmern festgesetzt haben. Die Stadt sieht aus, als wäre die Kriegswalze soeben über sie hinweggegangen. Mit verhältnismäßig geringen Kriegsschäden ist Liegnitz davongekommen. Diese Häuser hier am Schwarzwasserufer sind ausgeplündert und nicht kriegszerstört. Liegnitz wurde erst nach Kriegsende am 9. Mai 1945 gebrandschatzt. Die Ruine des Schlosses steht noch da, die Johanniskirche ist unversehrt über die Zeitläufe gekommen und am Ring bietet sich das alte Bild. Świdnica steht auf diesem Wegweiser, das ist Schweidnitz. Der Wegweiser steht vor Jauer mit den alten Einfamilienhäusern von 1938. Der Marktplatz von Jauer, das Rathaus, der Marktplatz mit den Laubengängen ist nur an einer Seite zerstört. Die deutsche Sprache war jahrelang verpönt, es musste alles übertüncht werden. Gasthof zu den drei Linden ist wieder hindurchgekommen durch die Tünche. Das ist das Schloss des ehemaligen deutschen Kronprinzen Oels in Schlesien. Heute ist ein Arbeiterwohnheim hier untergebracht und Verwaltungen. Das Schloss ist in einem ziemlich verwahrlosten Zustand. Die Stadt Oels selbst hat Schäden vom Krieg her davongetragen. Schloss Oels wurde ausgeplündert, nachdem die sowjetische Besatzung davongezogen ist. Warschawjanka heißt ein Kinderheim. Es ist im ehemaligen Wohnhaus Gerhard Hauptmanns im Wiesenstein bei Agnetendorf untergebracht. Kein Bild zeugt mehr von dem Genius Hauptmann, aber das Haus ist noch im guten Zustand. Brieg an der Grenze zwischen Schlesien und Oberschlesien gehört heute zum Verwaltungsbezirk Oppeln. Hier ist auch die Grenze zwischen Verwahrlosung und Wiederaufbau. Oppeln ist eine recht saubere Stadt, in der sich auch der Wiederaufbau bemerkbar macht. Häuser, die neuen Häuser, modernem Stil. Das Rathaus mit dem alten charakteristischen Turm ist wiedererstanden. Links die Kreuzkirche, die Bürgerhäuser am Markt wurden wieder aufgebaut, nicht im alten deutschen Stil, sondern etwas polonisiert. Das neue Regierungsgebäude in Oppeln, hier im Zimmer 218, wird entschieden, ob die Deutschen ausreisen können oder nicht. Der Ausreisegedanke beschäftigt ja diese Menschen Tag und Nacht. Sie wollen ihre Heimat im Stich lassen. Sie wollen mit Deutschen zusammenleben, sei es in der DDR oder sei es in der Bundesrepublik. Diese Heimat, durch die sich gemächlich die Oder schlängelt. In der Nähe von Oppeln gibt es zahlreiche Dörfer, die noch von Deutschen besiedelt sind. Am Sonntagabend stehen sie wie bei uns herum, halten ein Schwätzchen. Die Häuser sind in gutem Zustand, wie bei uns, die Gartenzäune gepflegt, ganz im Gegensatz zu den Dörfern in Niederschlesien, wo in der Hauptsache polnische Bevölkerung eine neue Heimat gefunden hat. Sogar Einfamilienhäuser, was ziemlich selten ist, werden hier in Oberschlesien gebaut. Die Menschen hängen noch an ihren religiösen Gebräuchen.
Sie pflegen ihre Kirchen, sie hingen in ihren Volkssitten. Das ist wieder ein deutsches Dorf. Es unterscheidet sich nicht von einem Dorf in Schwaben. Es ist genauso sauber und genauso anheimelnd. Es gibt hier keine materielle Not. Das Gasthaus ist noch der gesellschaftliche Mittelpunkt. Gasthof steht noch hier über diesem Haus. Die deutsche Schrift bricht wieder durch. Was die Menschen belastet, ist, dass ihre deutschen Kinder in polnische Schulen gehen müssen, dass der deutsche Lehrer polnisch unterrichten muss. Wir nähern uns dem Bergbaugebiet von Oberschlesien, dem Beutener Revier. Beuthen heißt heute Bütom. Die Schächte und Industrieanlagen sind wieder intakt, aber es wird hier Raubbau und unwirtschaftlich gearbeitet, wie wohl nur in einem kommunistischen Wirtschaftssystem. Ein Blick in den Franz-Josefs-Platz in Beuthen. Das ist der deutsche Volkswagen, mit dem ich gefahren bin. Das ist ein PKW aus polnischer Produktion. Und das ist das landesübliche Pferdefuhrwerk, was die Städte und die Straßen beherrscht. Ein Blick in die Bahnhofstraße in Beuthen, früher eine der belebtesten Straßen Oberschlesiens. Es ist nichts Bemerkenswertes als vielleicht dieses Kommissionsgeschäft, ein Zeichen der Armut. Die Gegenstände, die hier zu Geld gemacht werden, könnten unser einen nicht locken. Und auf diese Armut schaut der Beuthener Hauptbahnhof. Wir fahren nun nach Ostpreußen. Das ist leichter gesagt als getan. Ich habe den Weg über Krakau, Warschau gewählt, über Straßen, die oftmals mindestens so gut, zum Teil sogar besser gewesen sind als die Straßen in der Bundesrepublik. Und insbesondere ist der Verkehr auf diesen Straßen gleich null. Denn Polen hat ja eine ganz geringe Motorisierung. Auf 1.800 Einwohner kommt ein Personenkraftwagen, in der Bundesrepublik kommt ein Wagen auf 30 Einwohner. Dieses Ostpreußen erreichen wir bei Hohenstein, in dessen Nähe das Tannenberg-Denkmal in Trümmern liegt. Die Anfahrt ist verfallen. Deutsche Truppen haben die mächtigen Türme des Tannenberg-Denkmals, wo Hindenburg beerdigt lag, gesprengt, damit dieses Nationaldenkmal nicht in fremde Hände falle. Das sind die Reste dieses Tannenberg-Denkmals. Die Statue Hindenburgs, der Kopf ist abgeschlagen. Vielleicht liegt er noch irgendwo unter den Trümmern. Die Stille der Landschaft wird unterbrochen durch die Hammerschläge der Altmaterialsucher, denn Tannenberg ist ein beliebter Steinbruch geworden. Die Ruhe der Landschaft Ostpreußens geht jedem, der aus Westdeutschland und aus Westeuropa kommt, nahe. Sie sehen, wie hier bei Tareten, spiegeln noch immer das reine Bild des Himmels. Es ist ein Friede der Natur. Der Krieg ist an den Dörfern spurlos vorbeigegangen, während er in den Städten seine Spuren hinterlassen hat. Wieder wie in Oberschlesien die Dörfer der Deutschen, sauber, alles instand gehalten, die Kirchen gepflegt. Und jetzt gehen wir nach Allenstein, der Woiwodschaftshauptstadt von Ostpreußen. Straßenbahn fährt wieder. Der Wiederaufbau in Allenstein ist bemerkenswert. Diese Laubenhäuser sind gut gelungen. Das Rathaus von Allenstein
mit der schön gegliederten Fassade. In der Ordensburg von Allenstein sind gegenwärtig Museen untergebracht. Ebenso gut erhalten ist das Ordensschloss von Marienwerder. Wohingegen Stadt und Burg Marienburg schwere Schäden davongetragen haben. Zwischen diesem Stadttor und dem Rathaus ist nichts als Trümmer. Die charakteristischen Laubenhäuser fehlen, sind vom Krieg zerstört worden. Das ist ein Bild des 8 Meter hohen Marienmosaiks, die Maria mit dem Lilienstab, ein mittelalterliches Kunstwerk, was überall in deutschen Landen und in der Welt berühmt gewesen ist. Dieses alte Foto zeigt die ursprüngliche Gestalt. An dieser Stelle gähnt jetzt ein großes Loch. Der Krieg hat es in die Mauern gebrochen. Die Aufräumungsarbeiten haben soeben begonnen. Das ist das Bild der Marienburg von der Landseite her. Sie sehen die schweren Schäden. Und es ist kaum abzusehen, wenn mit der Wiederherstellung, wenn die Wiederherstellung beendet sein wird. Das Hochschloss der Dansker. Wochenlang ist um die Burg gekämpft worden. Schon als Berlin eingenommen war, wurde hier noch zwischen Russen und Deutschen heftig gekämpft. Der Eingang zum Hochschloss, der berühmte Remter mit den schönen schmiedeeisernen Kronleuchtern. Wenn man in diesem Remter steht, merkt man erst, wie trostlos und leer dieser Saal jetzt geworden ist. Die Gästekammern sind wiederhergestellt worden. Im Hofe des Hochschlosses steht der bekannte Pelikanbrunnen. Und das ist noch ein Blick auf die Ruinen der Marienkapelle. Von der Nogat her sind kaum Zerstörungen sichtbar. Links der Hochmeisterpalast, in der Mitte das Hochschloss, davor das Nogat-Tor und rechts der Dansker. So grüßt die Königin des deutschen Ostens die Marienburg noch heute über den Fluss. Und nun hinauf zur Ostsee, die hier ihre Wellen an den Strand von Zopot schlägt, diesem weltberühmten Seebad, dessen Herrlichkeit allerdings vergangen ist. Lediglich das Grand Hotel kann wieder den Wettbewerb mit westlichen Hotels aufnehmen. Pensionspreis pro Tag 100 Zloty bei einem durchschnittlichen Monatsverdienst von 1000 Zloty. Es können also nur eine gewisse Schicht sich diesen Kuraufenthalt und Erholungsaufenthalt in Zopot leisten. Der berühmte Seesteg von Zopot ist wiederhergestellt. Auch erhielten einige Kiosken einen neuen Anstrich, aber das bunte Leben von früher wird durch die Farbe nicht ersetzt. Ein Erlebnis besonderer Art ist das Wiedersehen mit der alten Hansestadt Danzig. Die Altstadt Danzigs war am 26. März 1945 durch einen Bombenangriff zerstört worden. Dann folgten dem Einmarsch der Roten Armee weitere Plünderungen. Die Polen haben mit großer Mühe, das muss man anerkennen, und mit einem großen Kostenaufwand das Zentrum Danzigs wieder aufgebaut. Hier die Langgasse mit den Pfählen in der Mitte der Fahrbahn, die die Leitung der Straßenbahn tragen. Das Hohe Tor ist ohne wesentliche Schäden davongekommen.
Auch das Marienkirche wurde wieder geweiht. Ein Blick in die Jopengasse mit den Beischlägen, den charakteristischen Beischlägen der Danziger Häuser, auf denen man nach Feierabend ein wenig ausruhte. Die spitzen Türmchen, die die Marienkirche noch zierten, sind noch nicht wieder auf den Dächern. Das Zeughaus wurde renoviert. Der Artushof, diese mittelalterliche Versammlungshalle. Hier ist noch das Baugerüst an einem Haus am Langen Markt zu sehen. Mit Akribie wurden auch die kleinsten Details selbst am Stuck dieser Häuser am Langen Markt nach den alten Plänen und Vorlagen wiederhergestellt. Und selbst die Skulpturen durften nicht fehlen. Der berühmte Neptunbrunnen mit dem polnischen Adler, der früher nicht an diesem Brunnen montiert war, speit wieder sein Wasser. Das grüne Tor, das den Langen Markt abschließt, wurde wieder renoviert. Hier ist es von der Mottlau-Seite her zu sehen. Von jenem Fluss, der in früheren Zeiten durch Motorboote und Dampfschiffe belebt war und der jetzt ziemlich verlassen daliegt. Die alte Sternwarte wird gerade wieder aufgebaut, wohingegen das Krantor, über dem der Rauch hinwegtreibt, noch nicht aufgebaut worden ist. Und jetzt von Danzig nach Pommern hinüber. Pommern bietet etwa das gleiche Bild wie Schlesien. In Pommern ist die deutsche Bevölkerung aus den Städten vertrieben worden und sie ist auch freiwillig gegangen. Sie lebt heute auf den Dörfern und insbesondere auf den großen Staatsgütern in der Nähe der Städte Stolp, Köslin und einige Deutsche, etwa 1000, wohnen auch noch in Stettin. Fahren wir jetzt hinüber nach Pommern. Über Neustadt kommen wir in das Pommersche Land bei Lauenburg, im Lauenburger Ländchen. Eine hügelige, anmutige Moränenlandschaft. Der Boden ist gut bewirtschaftet, obwohl er, wie mir ein polnischer Bauer sagte, kärglicher ist als der Boden seiner ostpolnischen Heimat. Der Flachsanbau wird in der Hauptsache von den großen Staatsgütern getrieben, die sich in den ehemaligen Rittergütern installiert haben. Stolp, die zweitgrößte Stadt Pommerns, hat heute etwa wieder seine Einwohnerzahl von vor dem Kriege erreicht, 55.000. Das Rathaus ist unbeschädigt. Man hat ihm ein sowjetisches Ehrenmal vorgesetzt, das niemand beachtet. Stolp ist eine saubere, ansprechende Stadt. Man hat die Kirchen wieder instand gesetzt, beziehungsweise vor dem Verfall geschützt. Man hat auch sonst wieder aufgebaut. Schlawe in Pommern, ein Bild vor dem Tor, das tiefsten Frieden atmet. Aber hinter dem Tor sind Zerstörungen größten Ausmaßes um die Marienkirche herum festzustellen. Und das ist ein Bild aus Köslin, der Woiwodschaftshauptstadt von Pommern. Ein reger Wiederaufbau hat hier um sich gegriffen, das neue Verwaltungsgebäude der Woiwodschaft mit dem obligaten sowjetischen Ehrenmal. Hier Erinnerungen an die alte deutsche Zeit, wilhelminische Bauepoche. Dort das alte Postamt aus deutscher Zeit und hier die Marienkirche mit Bauplätzen ringsherum. Ein Blick in die Hauptstraße von Köslin. Die geringe Motorisierung fällt jedem auf, der durch den deutschen Osten fährt. Das ist ein Bild des Armuts.
Kasimirburg hieß dieses Ort früher, heute heißt er Kasimirs. Dieser Gutshof, recht ansehnliche Gutshof eines pommerschen Landwirts, wird heute von einem polnischen Kolchosearbeiter bearbeitet. Man sieht, dass auf Pflege der Gebäulichkeiten wenig Wert gelegt wird. Trümmer, nichts als Trümmer und darin vereinzelte Wohnhäuser, das ist das Kennzeichen des Seebades und der Hafenstadt Kolberg. Es ist eine tote Stadt. Der Dom, die Marienkirche, ausgebrannt. Vor ihr steht das Denkmal Schilz und Kneisenaus, der Verteidiger der Stadt im Jahr 1814. Im Schiff der Kirche wuchert Unkraut. Es ist kaum anzunehmen, dass dieses herrliche gotische Bauwerk in absehbarer Zeit wiederhergestellt werden kann. Auch hier Artillerieeinschläge im Kirchenschiff, zeugt von den Kämpfen um Kolberg. Und das ist ein Bild des verlassenen Strandes des Seebades Kolberg. Pommersche Landschaft, friedliche Landschaft, auch dieses Bild atmet Frieden und dennoch ist hinter dieser Fassade eine Trümmerwüste, was ehemals Naugard gewesen ist. Die geringe Motorisierungsdichte bringt es mit sich, dass auch ganz wenige Tankstellen an den polnischen Landstraßen verteilt sind. Ein Kundendienst existiert überhaupt nicht. Die Einfahrt von Stettin. Stettin ist eine Stadt, die eigentlich niemand Heimat nennt, nicht mehr die 1000 Deutschen und nicht die 330.000 Polen, die hier wohnen. Die Stadt ist erst im letzten August in das Wiederaufbauprogramm des polnischen Staates einbezogen worden. Der Hafen, sehr schwer zu erreichen von der Stadtmitte, hat wieder das Vorkriegsniveau erreicht. Das Schloss ist ausgebrannt, man hat soeben mit der Trümmerbeseitigung begonnen. Einige Kirchen stehen noch, das Hafenbecken hier ist leer, ein Ostsonaler Minensuchboot hat hier angelegt. Die Hakenterrasse, jenes charakteristische Wahrzeichen Stettins mit dem Provinzialregierungsgebäude. Ein Lichtblick in der Trümmerwüste dieser Stadt. Das Pommersche Museum. Stadttheater, das unbeschädigt davongekommen ist. Ein typisches Bild aus Pommern, Pyritz, zu 90% zerstört. Hinter den Mauern und Türmen eine trostlose Trümmerwüste. Pferdefuhrwerke beherrschen die polnischen Landstraßen. Das ist Landsberg an der Warte. Einsam steht der Kirchturm über Ruinen und Trümmern. Und er schaut hinüber über die Warte. Über dem Fluss senkt sich der Abend. Und der Abend senkt sich auch über das ostdeutsche Land, über dem eine ungewisse Zukunft liegt.